Also wenn das nicht erstmal reicht, weiß ich auch nicht. Warum juckt mein Bein jetzt? Mückenstiche. Gut möglich. Meine Beine waren auch komplett zusammengestochen, obwohl ich sonst nie gestochen werde. Sonst immer bloß Frauchen. Ich habe da noch mal echt immer Glück. Also mal ein Jahr, aber ich habe, glaube ich, allein am linken Bein 7 oder 8 Stiche. Na, ich habe mir mal so ein elektronisches Mückenfanggerät gekauft. So. Steckst in die Steckdose und dann sondert das irgend so ein Duft ab und dann fliegen die da rein. So, du gehst von der Scheune jetzt auf den Feldschuppen. Und du gehst auf den Feldschuppen. Dann stellen wir die Felder ein. Das hier sollte ich mache 1 und 2 auf Flachs. Und 3 und 4 mache ich auf Kohl. So, Kohl. Nächste Jahreszeit müssen wir halt noch einmal Dünger für alles holen. Aber danach hat sich das, denke ich, erledigt. Der Dünger könnte halt teuer werden. Ja, naja, ist halt so. Dann produziere ich jetzt einfach mal 2 Hacken. Ein paar Säckchen werden wir brauchen, aber Leder müssten wir haben. Da kommt immer gleich 4. Einmal. Also heute spinnt das Spiel aber bei mir ganz schön rum. Aber es ist noch nicht einmal abgestürzt bei keinem von uns beiden. Bescheiß nicht. Ich wollte es nur anmerken. Das ist eine gute Quote. Meinst du? Zumindest bis jetzt. Okay, dann brauche ich nochmal 4. Vier Stöcke. Erzähl mir mal bitte, wo stellt man denn bitte schön Wurfsteine her? Auch in der Schmiede, an der Werkbank bei Steinwaffen. In der Schmiede. Flop. Gönn dir. Trink einen Schluck für mich mit. Ich glaube, ich hole mir dann auch ein Bier. Einfach so. Spielen die eigentlich noch? Nee. Hä? Deutschland. Ich hab kein Zeitgefühl. Haben wir verloren? Frag mich gerade nicht. Ich hab's gerade weg. Ihr Plan. Spielen noch. Steht immer noch 1-1. Immer noch. Wahnsinn. So, damit sind dann die Bauern erstmal langfristig eine ganze Zeit zumindest ausgestattet.
Dann können die da morgen direkt loslegen. So, die Samen lege ich. Muss ich die da reinlegen oder nehmen sie die auch aus der Scheune? Gute Frage. Ich probiere es einfach aus, ob sie rausnehmen oder nicht. Die Leinsamen, Dünger. Dann. Habe ich noch eine Mission. Ich bin jetzt schon 113 Minuten, aber... Die armen Schweine. Ich hätte nach 5 Minuten schon keine Kondition mehr. Alter. Ich würde nach 5 Minuten würde ich pfeifen aus dem letzten Loch, ey. Ja, aber sowas von. Boah, es ist ein Sauerstoffzelt. Das müssen die mir aber schon hinterher tragen, weil ich würde nicht mal bis zum Sauerstoffzelt hinlaufen können. Ich habe übrigens was für dich. Hier. Vielen mal Dank. Ich habe noch 2 Stück. Ich würde eine behalten und eine ins Lager, falls ich auch mal... Wobei, ich packe beide ins Lager. Wenn ich mal helfe, wir haben noch welche im Lager. Aber ich helfe ja eh nicht. Ach, du hast jetzt unser ganzes Kupfer verbraucht? Bronze, ja. Aber die Landwirte haben genug, also die brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Zeit nicht versorgen. Ich brauche aber 4 Kupferbahnen. Also Kupfer haben wir aber tatsächlich letzten Stream schon verbraucht. Ja, pass auf, dann hole ich mir eine Spitzhacke und dann gehen wir einfach jetzt beide farmen. Warte, müsste eigentlich doch noch in der Dings sein, oder nicht? Ich habe ja gerade 2 Bronzespitzhacken rein. Ich hole mir nur schnell was zu futtern. Ich meine jetzt. Nee, wir haben komplettes Kupfer das letzte Mal aufgebraucht. Alles. Dann nehme ich halt eben die 10 Kupfererze, die da drin sind, und baue die. Mach die um. Ist doch noch was drin? Ja, du Pfeife, und wir haben doch unten haben wir doch jemanden stehen, der abbaut. Ach, stimmt. Ja, den habe ich verdrängt. Oh, I could eat a horse. Stimmt, den habe ich halt. Und das geht ja von ihm aus, geht es ja ins Lager, nicht irgendwo anders hin. Hatte ich den auf Kupfer eingestellt? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, du hast den auf Kupfer. Tatsache. Kalkstein. Und Stein. Tatsache. Wahnsinn. Vor allem, jetzt kriegen wir sogar mehr, weil der jetzt nicht mehr Stufe 2 ist, sondern wir haben ja 9 auf Stufe 3. Siehst du, Alter, so passt du auf. Ich bin alt, ich bin vergesslich, ich kann nichts dafür. Reicht das Kupfer dann für deine Mission? Nee, wir haben... Ich habe jetzt 2 Kupferhämmer, 5 Steinmesser, mir fehlt nur noch 4 Fleisch und ich habe 4 Steinmesser, 4 Holzspeere, 3 Steinäxte und 19 Wurfsteine. Das heißt, ich könnte alles abgeben. 4 Fleisch hast du gesagt, bringe ich dir. Ich bringe dir aber möglichst Gammliges, ne? Dass wir das einfach los sind. Das ist. Dann nehmen wir hiervon noch 2. Falsch. Aber dann stelle ich mich tatsächlich einfach mal ganz kurz für 5 Minuten AFK und gehe mal aufs Klo und gehe mir ein Bier holen. Mach das. So, Fleisch liegt hinter dir. Ich suche mir jetzt ein schönes Örtchen raus, wo ich mal kurz... Ich schneide das, glaube ich, auch nicht raus. Ich brauche wirklich nicht lang. Wer weiß, vielleicht habt ihr Glück und Dave redet nebenbei ein bisschen. Ha, 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 ha. Du weißt selber, dass ich nicht so...
Ja, da muss ich dann ja arbeiten. Also kommt von ganz alleine. Ich bleib hier in der Scheune stehen und schau denen dann zu, wie sie gleich anfangen, hier loszulegen. Ja, da soll ich auch. Ich Holz kann auch auf Pause machen, wenn du willst. Holzstein. Dann schneide ich es raus. Na, kannst schon. Lass laufen. Ne? Ich bin in 5 Minuten wieder da und dann. Bis gleich. Jo. Dein Extra hab ich. Spitzhacke, Stecker brauche ich nicht. Stroh brauche ich nicht. Wegbad brauche ich nicht. Fleisch hab ich. Holzspeer habe ich auch. Dann geht's ab in die Stadt. Wenn der Weg nicht so lang wäre, wäre das viel einfacher. Frag mich bloß, ist der andere auch in derselben Stadt? Soll er auf den Wegen laufen? Wenn ich allein mit mir rede, ist das anders, als wenn ich leicht bin und die Rede. Ganz komisch. Bist du ein Marder? Da lang. Ach Gott. Wie lange das wohl bei ihm gedauert hat, bis er so viel gequatscht hat. Na, der Quatsch auch nur dumm. Dummes Zeug. Messerschwindler nicht. Ich wieder zu. Ah ja. Bin ich mal gespannt. Wie auch richtig? Ja. Diese Ausdauer kotzt mich an. Oh, Spanien 2-1. Ich glaube, wir fliegen heute raus. Sieht nicht so gut aus. Es sei denn, die machen noch das 2-2. Dass es wenigstens ins Elfmeterschießen geht, ey. Sieht aber nicht danach aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Diese Stadt ist doch zum Kotzen. Ey! Ist er da oder ist er nicht da? Hallo. Wir fliegen raus. Was? Haben wir verloren? Sag, wir fliegen raus! 2-1? Jo. Ich wusste das. Aber ich habe auf 3-1 getippt. War ich jetzt so schnell, dass die Landwirte noch nicht mal angefangen haben? Frech. Aber ich weiß nicht. Oh, nee. Keine Ahnung, wie. Ui, soll ich mal was trinken? 21 Meter. Läufst du da gerade vor mir weg, du Affe? Lauf doch nicht weg. Vielleicht will er Verstecken spielen. Sehr schön. Okay. Achso, jetzt krieg ich wieder das Geld, ne? Lustig. Echt? Mhm.
Finde ich aber gerade nicht so geil. Glaube ich zumindest. Na, ich hab das. Ich hab's Geld nicht gekriegt. Ich würde dann langfristig würde ich das eh in irgendeine Kiste mal ablegen. Dass wir das vielleicht gar nicht so mit uns rumschleppen, sondern wenn jemand Geld braucht, nimmt das halt da raus. Also ich habe jetzt alles abgegeben, ne? Sehr schön. Wir haben gut Reputation bekommen. Sind wir aktuell bei 800? War jeweils 50 bis... Ja, okay, wir sind raus. 120 Minuten gespielt, 3 Minuten Nachspielzeit. Es ist 2 Minuten 30 von der Nachspielzeit schon rum. Ja, nee, das schaffen sie nicht mehr. Ich meine, schade, klar. Aber ich habe es mir fast gedacht. Ein Stamm, ein Barren. Mein Diplomatie-Level ist aufgestiegen. Sehr gut. Ich glaube nämlich, wenn wir da ein bisschen leveln, kriegst du langfristig dann die besseren Preise beim Verkaufen. Wobei das, glaube ich, noch ein ganzes Stück dauert, weil Diplomatie-Levelst du halt unheimlich langsam. Ich habe jetzt halt eben Kenntnisse gelevelt, dass ich jetzt halt eben 5% mehr krieg. Mach ich auch. Rede. Eben weil wir halt relativ selten dafür Punkte bekommen, damit sich das halbwegs lohnt, dass wir halt irgendwann ein bisschen besser verkaufen können. Also komme ich wieder zurück, gell? Sehr gerne. Du bist hier immer willkommen, Dave. Weiß, alle posten sie so auf TikTok die ganzen Rüdiger-Posts von wegen, dass die Türken sich vor Rüdiger in Acht nehmen müssen und so ein Scheiß. Ja, müssen sie jetzt nicht mehr, ne? Und... Zieht er dem echt den Schuh aus? Wann fangen die eigentlich das Arbeiten an? Um wie viel Uhr? Die haben jetzt schon 4 Minuten Nachspielzeit, Alter. Also wenn sie jetzt noch ein 2-2 machen, wäre krank, ne? Geht's definitiv ins Elfmeterschießen. Ich halte es halt für sehr unwahrscheinlich, dass sie das jetzt auch hinkriegen. Glaube ich auch nicht. Wie gesagt, gönn ich voll, aber ich bin der Meinung, dafür spielen die Spanier jetzt viel zu viel auf Zeit. Ja klar, ich würde es genauso machen. Die Bronzehacke hält aber ganz schön lang, geil. Holzschaufel auf mit 9%. Was soll ich mit einer Holzschaufel mit 9%? Ich sollte mich mal waschen. Oh, ist mir egal, ich stehe auf dem Feld. Das habe ich auch gemacht, bevor ich losgelaufen bin. Aber wenn ich zurück bin, muss ich erstmal was trinken, ey. Wir hatten ja, sobald wir Flachs haben, die Näherei haben wir ja, glaube ich, schon. Doch, die habe ich schon gebaut. Können wir die Trinkschläuche selber herstellen? Dann können wir uns da einfach mal was mitnehmen. Wir könnten rein theoretisch natürlich auch einen Wassereimer mitnehmen, aber wir könnten schaffen. Okay. Die Spanier haben gerade eine rote Karte gekriegt, das heißt, sie spielen mit 10 Mann und wir haben einen Freistoß. Ich drücke die Daumen, alle drei. diese Glitches, die sind so genial, Alter, dass sie einfach mal wegspawnen. Wie zum Teufel machst du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es am Internet liegt oder jetzt an dem Update, was ich gekriegt habe. Ich will mich auch porten. Darfst du nicht. Frech. Jetzt arbeiten. Feldschuppen, kein Material. Okay, die ziehen es nicht aus der Kiste. Gut zu wissen. Ich geh mal Erz abbauen. Gönn dir. Dann packen wir die Samen halt doch hier rein. Ja, okay, wir sind raus. Spanien ist zu Ende.
Naja, es hat nicht sollen sein. Ey, komm, wir sind immerhin nicht gleich am Anfang rausgeflogen, so wie ich gedacht habe, ja. Ja, eben, ist doch gut. Nidamira, willst du vielleicht dir ein Säckchen schnappen und arbeiten? Von wegen kein Material? Ihr habt Material. Nein. Jetzt. So, das heißt, um die Felder brauche ich mich ja eigentlich gar nicht mehr kümmern. Dann kann ich das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ich wollte Zäune, Holzzaun, Stockzaun. Diese Ausdauer, die ist so abfuck. Gesundheit. Danke. Holzzaun oder Stockzaun? Ich glaube, der Stockzaun reicht hier. Stöckchen haben wir ja genug. Würde ich nämlich hier. Ja. Ja, ja. Bis ungefähr zu diesem Busch. Okay, das war nicht weit genug. Muss ich den nochmal aufreißen? Ich hasse es. Also, Spanien hat jetzt endlich mal einen Gastgeber geschlagen. Und wir haben unsere. Wie nennt man das? Unsere Pechsträhne gegen Spanien nicht gestoppt. Ja, aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Wir sind ja trotzdem zumindest in der Vorrunde ausgeschieden. Wir bleiben Gastgeber. Reicht. So, Holzschaufel einmal auf die 3. Ich will nämlich unbedingt diesen landwirtschaftlichen Bereich einfach einzäunen, weil ich das optisch cool finde. Unnötig, aber cool. Das heißt, ich kann den aufmachen. WhatsApp brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Oh Gott, Entschuldigung. Schulz. So, das bis hier. Dann auf der anderen Seite effektiv nochmal genau dasselbe. Ist cool, dass beim Stream gerade einfach Werbung ist vom Fußball. Bei wem? Bei mir. Echt? Ja. Irgendwas ist halt immer. Also es war jetzt nicht direkt Fußball, aber halt in der Richtung. Und dann bis hier, dann kriegen wir nämlich auch nochmal Punkte auf Bauen. Leggy, leggy, leggy. Da haben wir halt noch ein bisschen. Ich gehe jetzt sehr, 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 sehr viele Stöckchen einheimsen. Wir haben ja ein paar. Ein paar hat mir gefallen. Du kriegst ja gefühlt zigtausend, wenn du Dings machst. Ich könnte alle tragen, die wir gerade haben. Stämme. Echt? Ja, ich nehme mal 300 Stück mit. Mal schauen, wie weit wir kommen. Kranker Typ. Voll. Brauchten wir Stroh für irgendwas? Für manche so Werkstätten halt noch für die Dächer. Aber sonst später noch für Tierfutter. Aber wir kriegen halt
spätestens im Frühjahr immer Stroh, wenn ich Roggen ernte. Dieses immer eins herstellen, das fuckt mich so ab, ey. Ja, aber passiert ständig. Ja, weil ich halt eben vergesse, dann auf doppelt zu drücken. Ja, ich vergesse immer auf R zu drücken. Man klickt's halt einfach nur an. Ich überlege gerade, kann man sonst noch irgendwas... Ich glaube, für die Zielscheibe braucht man dann Stroh. Oder generell für dekorativen Scheiß, aber... Irgendwann, wenn wir sehr, sehr viel haben, werden wir einfach mal, keine Ahnung, 1000 Stroh verkaufen, weil dann ist es egal, ob wir nicht viel dafür bekommen. Hammerhart. Warten. Hammer kaputt. Bei dir Hammerhart, jetzt bei mir Hammer kaputt. Mir wurde gerade angezeigt, dass jetzt gerade eine Quest abgeschlossen wurde, hammerhart. Okay. Mir nicht. Ich kack gerade in die Kiste. Nicht schlecht. Die letzten Steinspitzhacken, die schmeiße ich dem Abbau-Heini in seine Kiste. Entweder so oder ja, dann nimmt ihr aus dem Lager auch raus. Aber nee, schmeiß ihm in die Kiste, dann nimmt er nämlich, glaube ich, erst die. Weil davon habe ich, glaube ich, noch 6 oder so. Ich verbrauche gerade unsere letzten Holzhammer. Damit die dann ich endlich weg sind. Ich frag mich, ob die Grafik in meinem Stream an meinem Internet liegt, oder? Weiß ich nicht. Allgemein von Dings. Könnte aber durchaus Internet sein. Das Lustige ist es nur, wenn ich mich bewege, ne? Wenn ich stehe, ist es nicht so. Na, Framerate. Also klingt schon eher nach Internet. So, wir haben jetzt offiziell keine Holzhammer mehr. Okay. Aber wir haben ja noch 2 Kupferhämmer. Müsste ich echt mal mit so einer Capture Card probieren. Ja, wobei, wenn du jetzt vorhast, ne, dir einen PC zu holen, dann würde ich nämlich keine externe mehr nehmen, sondern eine interne. Also dann würde ich das fast noch abwarten. Ausdauer. So, ich würde dann gern zwischen den Feldern auch noch einen Zaun machen. Aber ich glaube dann nämlich bloß den niedrigen. Um die nochmal so ein bisschen abzugrenzen. Für die Optik. Ja, Optik spielt schon trotzdem auch mit, wenn du so ein Dorf baust, ne? Guck im Spiegel, hast du Optik, Junge. Ja, und ich bin durchaus zufrieden damit. Ja komm, du hast ja auch wahrscheinlich 2 Tomaten oder so auf der Augen. Ja, wenn ich Wellness mach, schon. Ich mag das mit den Gurken nicht, die sind zu hart, ich brauche das ein bisschen flexibler. Junge, ich leg dir Bananenscheiben auf die Augen bei deiner Wellness, Junge. Oh, würde zumindest gut riechen. Bananen riechen so geil.
Ich mag das bloß nicht, wenn ich Bananen esse, dieses komische Gefühl an den Zehen. Was für ein Gefühl? Dieses, wenn die dann wie so stumpf sind irgendwie. Weißt du, was ich meine? Nö. Keine Ahnung, wie ich das jetzt erkläre. Das ist, die Zähne fühlen sich dann halt irgendwie komisch an. Aber auch nicht immer. Ich glaube, das hat was mit dem Reifegrad der Banane zu tun. Habe ich mal gelesen. Du kannst lesen? Besser als du. Wobei das nicht schwer ist. Ich habe ja auch LS, du... Deshalb sage ich es ja. Ist ja nicht schwer. Ist ja auch nicht böse gemeint. Du gottloser Affe. Selbst ein gottloser Affe kann besser lesen als du. Wenn dieser gottlose Affe die eine verpasst, ne? Stehst du könnte die wehtun. Drei Tage nicht auf. Ja, das haben schon einige gesagt. Dann waren es doch bloß 2 Tage. So, mach ich jetzt zwischen den Feldern holt auch diese Zäune oder bloß niedrige? Ich glaube, niedrige wären eigentlich fast cooler. Kostet halt nochmal 50, ist mega. Ich weiß nicht, ob die Kupferspitzhacke länger gehalten hat, Junge. Bronze, meinst du? Nee. Wir haben keine Kupferspitzhacke, es gibt keine Kupferspitzhacke. Meine ich doch, die Holz. Stein. Ach, Junge. Ist okay. Also du weißt doch, was ich meine, hör auf mich zu verbessern. Die Steinspitzhacke sollte weniger lang halten als die Bronze. Die hält aber gefühlt länger, Junge. Die Steinspitzhacke hält länger als die Bronzespitzhacke? Wo gibt's denn sowas? Alter, ich hab jetzt mit... Ich bin jetzt unter, ja, gut, fast bei Viertel von der Bronzespitzhacke. Und hab noch nicht die ganze Mine abgebaut. Du hast doch aus Versehen die Steinspitzhacke ausgewählt. Nein, ich hab die Bronzespitzhacke, Junge. Und wie viele Steinspitzhacken hast du für die Mine vorher gebraucht? 2. Im Ganzen. Aber die Bronzespitzhacke muss easy länger halten. Oder kriegst du dann wenigstens mehr raus? Ja doch, ich finde das... Nee, ja doch, die müsste eigentlich länger, die müsste eigentlich sogar noch länger halten, weil ich habe ja gelevelt, dass sie länger hält. Bronze müsste deutlich länger halten. So, die müsste ja um 5% länger halten als normal, weil ich habe das ja gelevelt. Das ja sowieso, also deine Steinspitzhacke muss ja jetzt schon 5% länger halten als vorher. Brauche ich 16. Dann brauchen wir da noch 2 Komposter, dann haben wir auf jeden Fall genug Komposter für alle Felder.